Mein Name ist Neumüller. Herr Neumüller. Meine Aufgabe in diesem Schützenverein, Fragen zu stellen. Und ich hoffe, die Antworten kommen wie aus der Pistole geschossen. Guten Tag, darf ich Sie kurz stellen? Neumüller ist mein Name vom DSB. Wir machen hier stichprobenartig heute so ein paar Gespräche mit Schützen. Haben Sie irgendwie Drogen heute schon konsumiert oder so? Nein. Nein, nichts. Ich muss nur fragen, es ist halt einfach so aufgrund der... Blöde Frage. Ja, nein, es ist halt einfach so, die Waffengesetze sind verschärft worden und jetzt machen wir stichprobenartig einfach ein paar Gespräche mit Schützen, um festzustellen, ob die Waffengesetze auch sozusagen umgesetzt werden in den einzelnen Vereinen. Es ist so, vor 30 Jahren wurde ja schon dieser Antrag auf den Weg geschickt. Es ist so, da war ja damals die Hauptstadt noch gar nicht Berlin, damals war die Hauptstadt ja noch... Bonn. Bonn, richtig. Genau, richtig. Und da muss man einfach selber schauen, dass man immer da hinterher ist, dass man die Einhaltung der Gesetze hat. Deswegen haben wir hier einen Fragebogen. Man weiß ja zum Beispiel, dass Drogensüchtige keine Zeitung lesen. Die machen ja nur Illegales den ganzen Tag. Ne? Deshalb können Sie mir sicherlich auch sagen, was der Soli-Zuschlag ist. Ja. Das ist der... Sie denken, das ist ein Spaß, ne? Ich denke jetzt nicht, dass das ein Spaß ist, aber... Ja, was ist denn der Soli-Zuschlag dann? Ist ja nicht so schwer. Es ist eine Abgabe, die wir eben bezahlen nach der Wiedervereinigung, um eben den Aufbau Ost das, zu unterstützen. Das ist sehr schön. Genau, das kann ich ja nicht. Ja, das ist ja schon sehr detailliert. Das ist schon fast Paradebeispiel, was du hier ablieferst für eine Schützin, wie wir sie haben möchten. Das ist der Solidaritätszuschlag und das lassen wir dann einfach gelten an der Stelle. Wo wir gerade bei Abkürzungen sind, dass es gut läuft, bleiben wir noch dabei. StGB steht für? Strafgesetzbuch. Das kam jetzt ein bisschen schnell, das ist richtig, aber da muss ich noch direkt eine Frage hinterher schießen. Was haut mehr rein, Pilze oder Koks? Also was knallt mehr, Pilze oder Koks? Weiß ich nicht, aber ich darf jetzt mal Koks sagen. Ah, da würden Sie mal Koks sagen, ja. War eine Fangfrage, haben Sie sich ein bisschen selber gerade aufs Glatteis führen lassen. Ich dachte, mache ich auch mal einen Spaß. War lustig, ne? Ja, haben Sie auch gelacht, gut. Wir feiern große Tage. Es gibt aber einen Feiertag, der ist uns Deutschen einer der schönsten. Es ist ein Tag wie kein zweiter. Es war ein emotionaler Moment für die ganze Nation. War dabei. Wovon rede ich denn? Tag der Deutschen Einheit. Wann ist der? Am 3. Am 3. was? Ja, jetzt kommen die. Na, ich stelle die Fragen. 3.10., 3. Oktober also. Ja. Nein. Ich sag mal, in dubio pro reo, ne? Na? Ja, schon. Heißt? Im Zweifel für die Nachgeklappten. Mensch, das ist ja hier, das läuft ja. Das ist ja wunderbar. Ich würde sagen, damit hast du dir auf jeden Fall einen Schuss mit der Panzerfaust verdient. Den will ich gar nicht. Den willst du gar nicht, ne? Die ist auch gar nicht da. Die haben die Pfadfinder heute Morgen mitgenommen, die haben Ausflug. Pass auf, 5 Fragen, 5 Antworten, alle richtig. 250 Euro. Danke. Bitte, dein Geld. Ach, doch, Angelika. Ich finde sowas nicht wirklich geil. Okay. Ja, guck mal da, komm mal her. Angelika, komm mal her. Setz dich hier hin. Guck mal. Da ist eine Kamera, du bist bei ahnungslos der Quiz-Sendung, wo die Kandidaten keine Ahnung haben, dass sie in der Quiz-Sendung sind. Aha. Das ist dein Geld, du hast gewonnen. Bitte. Tschüss. Sag mal, Jungs, eine kurze Frage. BRD, wofür steht das? BRD, Bundesrepublik Deutschland. Das ist genau richtig. 50 Euro für dich. Bitteschön. Danke. Sehr gerne. Und genauso geht es gleich auch weiter. Weitere Fragen, weitere Menschen, die keine Ahnung haben. Und so ist das. Nur ahnungslos. Danke, lieben.